Willkommen zurück, liebe Leute, hier. Wo sind wir hier? Nach Grüls Karte liegt das Gate direkt vor uns. An alle Jungs in Braun draußen im Radioland. Ich freue mich, mitteilen zu können, dass Agent Gould ausgecheckt hat. Die Nächsten in unserem Countdown? Agent Riggs, sowie Captain Walker und die Delta Boys. Also dranbleiben, wachsam bleiben und viel trinken. Radio Man, Ende. Bei Spec Ops The Line. So, schön. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Das sieht schon imposant aus hier. Lounge Restaurant. Lux Aeterna. Oder Aeterna. Das muss dieses Gate sein. Adams, kümmere dich um die Wache. Bin dabei. Alter, wie viele da unten sind. Okay, Logo. Wer ist unser Gegner? Eine Armee. Grob geschätzt. Allerdings. Wie kommen wir da durch? Das könnte helfen. Okay, mach's klar. Das ist wohl ein Witz, oder? Das ist weißer Phosphor. Ich weiß, was das ist. Ihr wisst, was das Zeug anrichtet. Das können wir nicht tun. Wir haben vielleicht keine Wahl, Logo. Man hat immer eine Wahl. Nein. Haben wir nicht. Alter, wir machen doch das jetzt nicht wirklich, oder? Du zielst, Walker. Wir feuern. Können wir da nicht anders hin? Chrisman, wo stecken Sie? Chrisman? Los, Mann. Beeilung, verdammt. Wir kommen da auch so nicht runter. Scheiße, fuck. Alles klar, dann wollen wir mal. Okay, hier stimmt was nicht. Wollen wir mal das weiße Phosphor auf die niederprasseln lassen? Okay, bereit zum Feuern. Ist das ein Befehl? Ja, ist es. Gut. Starte Kamera. Scheiße. Kamera online, Sir. Zielerfassung online. Bereit? Wir wären dann soweit. Feuer! Feuer! Alles zum Feuer! RPG ist neutralisiert. Los! Bereit zum Feuer! Komm schon! Nein, da sind Zivilisten. Fuck. Keiner rührt sich mehr. Das war's. Er hat recht, Walker. Okay, das war's. Los, runter da. Ich will beim Gate sein, bevor Verstärkung anrückt. Da waren Zivilisten, ganz sicher. Du Scheiße. Okay, muss nachladen. Nicht reden. Was hast du gesagt? Er meint, der Rauch ist giftig. Halt lieber den Mund. Ja, klar. Großer Gott. Ist da jemand? Los, kommt weiter. Ich stecke fest. Ich spüre
Woher kommt der? Immer näher! Ich kann... Oh Gott! Hilfe! Mann, Alter. Walker, komm schon, Mann. Wir können nichts für ihn tun. Hilfe! Komm jetzt. Er ist schon tot. Scheiße. Warum? Habt ihr euch selbst eingebrockt? Wir wollten helfen. Was? Was? Oh nein. Scheiße. Ach du Scheiße. Ich wusste, da sind Zivilisten. Sind das Zivilisten? Wo kommen die her? Hier gibt's kein Lager. Die haben sie aus dem Nest verschleppt. Aus dem Hotel an der Sturmwand? Nein, nein, nein. Das hier können nicht die entführten Zivilisten sein. Unmöglich! Doch sie sind's. Darum hat Gould den Laden gestürmt. Er wollte gar nicht das Gate. Er wollte seine Leute retten. Das ist deine Schuld, verdammt! Hör bloß auf, Lugo. Aber so ist es. Er wollte es nicht. Ich habe keine Wahl. Er hat uns zu verdammten Kindern gebracht. Nein, reiß dich zusammen. Hörst du? Wir müssen weiter. Was? Hier kommt jeden Moment Verstärkung an. Wir müssen weiter. Aber Walker, du willst... Ich sorg dafür, dass die Schweine büßen für ihre Taten. Also seid ihr dabei oder nicht? Krass. Hätte ich eine andere Wahl gehabt? Hätte ich das anders lösen können? Scheiße, Scheiße, Scheiße. So eine Scheiße, Mann. Gegner erledigt. Sie weichen zurück. Dranbleiben. Sie gehen rein. Bleibt schön dran! Sie rücken vor! Sie können nicht mehr weg! Erledigt sie!
Scheiße! Scheiße, Mann. Krass. Da bewegt sich einer. Scheiße. Es ist vorbei, Walker. Sie sind tot. Gut. Seht euch hier um. Vielleicht finden wir einen Hinweis, was hier eigentlich los ist. Karten, Vorräte, Munition. Sieht wie ein normaler Vorposten aus. Nein, oben muss noch mehr sein. Check die Magazine. Wer weiß, was uns erwartet. Schlimmer als das draußen kann es kaum sein. Hey, Vorsicht, Lugo. Nein, er hat ja recht. Was draußen passiert ist, war nicht schön, Lugo. Aber wir wurden gezwungen. Und ich weiß auch von wem. Leute, hier läuft irgendwo eine ganz miese Nummer ab. Warte nach. Und so langsam werde ich echt sauer. So langsam werde ich echt sauer. Aber wir werden den Schuldigen finden. Egal was es kostet, egal wie lange es dauert. Macht euch bereit. Zum Geier. Phosphor, ich schwör's, diese Scheiße will ich nie wieder im Leben sehen. Seht mal. Marken. Von wem? Conrads Kommando. Ich kannte die Männer. Hört mal. Nicht besser als ich, das verspreche ich Ihnen. Wer weiß, dass wir hier sind? Ich konnte sie nicht mitreißen. Da haben sie gemeutert. Dumm an einem Ort wie diesen. Ich werfe ihnen nichts vor. Sie glaubten, das Richtige zu tun. Aber um die Ordnung aufrechtzuerhalten, war es nötig, ein Exempel zu statuieren. Colonel, ich bin Captain Walker. Captain Walker. Ja, ich erinnere mich an Sie. Es war in Kabul, oder? Sie haben sich dort bewundernswert geschlagen. Colonel, bitte. Um was geht es hier? Ums Überleben, Captain. Schlicht und einfach. Alles hier ist am Wanken und droht zusammenzustürzen. Aber das wissen Sie ja schon. Den Rest müssen Sie selbst herausfinden. Willkommen in Dubai, Gentlemen. Also, kommen Sie raus, Captain. Was ist denn los, Walker? Wir lagen falsch. Nicht Radioman beherrscht Dubai. Er ist nur ein Lakai. Wie, was? Es ist Conrad. Er hat das alles hier getan. Okay. Und was jetzt? Wir spielen mit. Fürs Erste. Das war mir schon fast klar, dass Conrad dahinter steckt. Hier blinkt was. Jeder kennt so ein Mädchen, dessen Gesicht er am Ende auf alten Fotos geschwärzt hat. Für Conrad war dieses Mädchen Amerika.
50 Staaten, 50 Sterne, die ganze Nation, geschwärzt. Keine Ahnung warum, vielleicht aus Zorn oder aus dem unsinnigen Versuch, ein Symbol zu erschaffen, wie auch immer. Seine Kommandoeinheit war anderer Meinung. Jeff Bowles, Ken Tabby, David Long. Sie haben ihrem Commander widersprochen, ihrem Freund. Und dafür ließ er sie fesseln und dann verbrennen. Was er wohl mit Menschen machte, die er hasste. Ich mag es nicht, wenn man mich warten lässt. Ja, ich komme ja schon. Wie es hier weitergeht, liebe Freunde, das seht ihr in der nächsten Folge von Spec Ops The Line. Bis dahin, macht's gut.